Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Cyberpunk 2077. Und ein Abo und der Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und weiter geht's hier. Wir nehmen den Aufzug in den 42. Stock. Zeit. Ja, ich bin ja da. Diese Geräusche. Ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших. Про заражение под Новоиркутском они врали, про аварию на Бакунинской 3 врали. Они всегда врут. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und dem Server. Sí, sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such... Das haben wir schon mal gelesen. Ja. ...den Schachtzugang. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner, sieh dich um. Neue Folgen jeden Mittwoch um 10 Uhr. Nur auf WNS. Solltest du nicht nach dem Schacht suchen? Ich schau Fernsehen. Ich muss ja was für die Zuschauer bieten. Der Sender heißt einfach nur Werbung. Immer noch nichts. Wie schwer kann das sein? Ist ja gut. Das bin übrigens ich. Das ist Potato Pad. Und da kann ich mal ganz kurz was zu meinem Charakter erzählen. Ich hab den Grund, warum ich 100% mache. Weil mein Charakter auf Geld aus ist. Mein Charakter ist drauf aus, reich zu werden, eine Legende zu werden. Mein Charakter ist ein abgefuckter Typ. Mein Charakter scheißt auch ein bisschen auf Loyalität, wenn es um Geld geht. Mein Charakter nimmt Gelegenheiten wahr, wenn sie sich eröffnen. Mein Charakter glaubt auch nicht an die wahre Liebe. Aber vielleicht ändert sich das, ja. Immer noch nichts. Und schauen wir mal. Wie kann das sein? Weil er natürlich so viel Geld verdienen will, muss er natürlich alle Fixaufträge machen, ne? Logischerweise. Also 100%. Ihre geplante Basis soll in genau drei Bereiche aufgeteilt werden. Ein Industrie- und ein Wohngebiet. Die Arbeiten haben noch nicht begonnen, doch es stehen schon 10... Der gezähmte Drache, eine Biografie über Yorinobu Arasaka. Die Geschichte von Yorinobu Arasaka ähnelt in vielerlei Hinsicht einer antiken Parabel. Der jüngere Sohn eines der mächtigsten CEOs der Welt verzichtet auf sein Erbe, verwirkt sein Geburtsrecht und entscheidet sich lieber für ein neues Leben, raues Leben auf den Straßen Tokios, nur um später reumütig und mit eingezogenem Schwanz in den Kreis seiner Familie zurückzukehren. Jedenfalls ist das die aus den Nachrichten und offiziellen Berichten zusammengestückelte Version, an die heute die meisten glauben. Doch was bewog Yorinobu dazu, seinen Vater zu verlassen und warum kehrte er zurück? Ich verbrachte mehrere Jahre damit, tiefer zu graben, verfolgte Spuren und wandte mich an seine früheren Freunde und Bekannte. Nach und nach fand ich Antworten auf die brennendsten Fragen rund um den verlorenen Sohn. Yorinobu wurde im frühen 21. Jahrhundert als erstes Kind von Saburo Arasakas dritter Frau Michiko in Tokio geboren. Er war ein fröhliches Kind, das zu einem freundlichen jungen Mann heranwuchs, so ein Bekannter. Bis zu seinem Abschluss an der Universität von Tokio im Alter von 21 Jahren. Nach der Zeremonie veranstaltete die Arasaka-Familie ein Fest zu seinen Ehren. Irgendwann während der Party lud Saburo seinen Sohn zu einer privaten Unterredung in sein Arbeitszimmer ein. Was dort besprochen wurde,
ist weitgehend unbekannt, aber mehrere Quellen bestätigen, dass Yorinobu nur wenige Stunden später Party und Grundstück verließ. Einfach so, wie ein Flüstern in der Nacht. Über die nächsten Jahre wurde Yorinobu in Begleitung einer Nomadengruppe namens Kotetsu no Ryo oder Stahldrachen gesehen. Als Teil seiner Rebellenphase verwickelte er sich in absichtliche Auseinandersetzungen mit Arasaka-Agenten und warb mit Anti-Konzern-Slogans. Nachdem Yorinobus Verwicklung in diese Vorfälle auch von Seiten Arasakas bestätigt wurde, verleugnete Saburo seinen Sohn, woraufhin Kai, Saburos Ältester, Rache an seinen kleinen Bruder schwor. Ironischerweise war es ausgerechnet Kais Begräbnis, auf dem sich Yorinobu mit seinem Vater versöhnte. Stolz und stur wie eh und je waren viele überrascht von der neuerlichen Annäherung des Patriarchen an seinen Sohn. Was brachte Saburo dazu, seine Meinung zu ändern? Welche Rolle spielte dabei Yorinobus Schwester Hanako? Diese Fragen bleiben wohl vorerst unbeantwortet. Der momentane Startpreis liegt bei 100 Millionen Euro-Dollar. Ein heftiger Preis, ja. Aber kann man seine... Solltest du nicht noch einen Schachzug? Fast geschafft. Als Folge der ja, suchen wir nach einem Schacht. Verschiedene NUSA-Stützpunkte sind erneut Unruhen ausgebrochen. Da vorne. Hat die Republik Texas offen für die Anschläge. Mit Terrariumsteuertafel, aber hier. Als eine rasche Vergeltungsmaßnahme... Jackpot! Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Äußerten dennoch den Wunsch, eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Bei 1 zu 3. Und das waren die Nachrichten aus aller Welt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hier da! Der Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Warum muss ich mich verlinken? Weil ich im Gegensatz zu dir kein geiles Chrom von Vic hab. Meins ist letzte Generation. Mach schon, Karnal, wir haben keine Zeit. Deckt die Überwachung das ganze Hotel ab? Auch die Schlafzimmer in den Suiten. Und die Gäste? Du wärst überrascht, was die Leute aufgeben, um sich sicher zu fühlen. Zum Glück ist Yorinobu eine Ausnahme. Penthouse ist No-Go. Null Hotel Security. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamera, Fee. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Kann die Sachen aber nicht hacken, ne? Weil das Problem ist, der wird doch niemals da reinkommen. Da steht doch jemand davor. Ah, der geht über die Decke. Ah, der ist ja getarnt. Stimmt, der hat ja eine Tarnungsfunktion. Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Bei mir wird die Geschäftswelt endlich wieder nutzbar machen. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Überall war Blut, aber das Trinkgeld war ordentlich. Wieso krieg ich immer nur Kotze und benutzte Kondome? Wo bleibt da bitte die Gerechtigkeit? Bug? Du weißt schon. Problem. Gut aussehen. Was denn? Zimmerservice ist im Weg. Ich lenke sie ab. Im Penthouse wohnt. Was haben wir denn im Sacrament? Yorinobu Arasaka? Okay, schon Männer dabei. Männer wie der sind immer Single. Er
mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Bringt das was? Nein, überhaupt nicht. Bei dem Sacker sag ich nicht nein. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Nimm dir lieber das Glas vor. Verlink den Flatter damit. Du machst überall Schlieren. Ist hinter der Tür. Klettert kann sie öffnen. Als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Okay. Ah, wir können die Kameras hin und her wechseln. Dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Was machen wir jetzt? Neutralisieren. Verlink den Flathead mit ihm. Ich friere ihn mit dem Demon ein. Oldschool, frag nicht. Und der Dweller kriegt davon nichts mit? Verlinke ihn direkt mit dem Stuhl. Dann wird er nicht mal was merken. Könntest mit einem Panzer da durchfahren und er würde nichts spüren. Für die Umwelt ist er tot. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dann vielleicht einen Weg rein. Schick den Flatter darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Okay, das kriegen wir hin. Easy peasy. Ich leg übrigens auch noch... mit dem Stuhl verlinken, wie? Ich überlege auch noch einen zweiten Charakter zu spielen irgendwann dann, der nicht 100% spielt. Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay. Hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay? Okay, ich glaube, das ist auch so ein Fehler vom Path Tracing. Da seht ihr das? Ich glaube, das ist ein Fehler vom Path Tracing. Aber ich weiß nicht genau, warum das dadurch entsteht. Ich habe ja nur Radio an. Fernseher ist ja gar nicht an. Und das ist irgendwie die Darstellung vom Radio. Nee.
Vor allem hat das ja keinen Sinn, dass hinten am Fernseher das... Macht ja gar keinen Sinn. Na ja, gut. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Ach, scheiß auf ihn. Was kümmern mich ein Konzernbaby und seine Straßenromantik? War bestimmt lustig. Ich bin Yorinobu Arasaka. Wollt ihr in meine Gang kommen? Poser mit Konzernschutz. Und dieser bescheuerte Name, Stahldrachen. Gangster mit Silberlöffel im Arsch. Erst hat ihn sein ganzes Geld gelangweilt, dann seine Gang. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Auf geht's. Hey, Bug, warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das läuft doch echt gut, oder? Oder? Wow, bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Da bin ich mir ja nicht so sicher. Oh, dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als... Der Sohn von Raoul Wells. Ich drücke immer aus Versehen die rechte Taste. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Ah, das ist es. Was wirklich im Arasaka Tower geschah. Falls Minitech wirklich hinter dem Attentat auf den Arasaka Tower im Jahr 2023 steckte und falls es Beweise dafür gibt, warum hat Arasaka dann nicht zurückgeschlagen und eine Atombombe auf Minitech geworfen? Es steht mittlerweile außer Frage, dass die Bombe von Minitech hergestellt wurde, aber das heißt nicht, dass Minitech sie auch gezündet hat. Ich gebe zu, dass ich kein Fan von der beliebten Theorie bin, dass Johnny Silverhand, der kontrovers diskutierte Rockerboy, hinter der ganzen Sache steckte. Überhaupt bin ich kein Silverhand-Fan. Punkt. Silverhand war ein Poser und ein Aufschneider und nicht jemand, der auf sein lautes Geschrei auch Taten folgen lassen würde. Ganz ehrlich, ich glaube einfach nicht, dass Silverhand für so eine Aktion die Eier gehabt hätte. Denken wir doch mal ganz logisch darüber nach. Wer hasst Konzerne am allermeisten? Nomaden natürlich. Erinnert ihr euch noch an diesen beliebten BD Badlands Raid aus den 20ern, in dem eine Gruppe Nomaden einen Militärkonvoi überfällt? Dreimal dürft ihr raten, wann der rauskam. Genau, am selben Tag wie der Angriff. Zufall? Wohl kaum. Ja, klar taucht Silverhand für 3 Sekunden in dem BD auf, aber das war doch bloß ein Werbetrick. Ohne ein bekanntes Gesicht hätte doch niemand einen BD gekauft, der vor ein paar Kaktusfickern gemacht wurde. Viel interessanter ist doch die Hauptdarstellerin. Warum hat man sie danach nie in irgendeinem anderen BD gesehen, obwohl Badlands Raid sich so extrem gut verkauft hat? Wo war sie während des Bombenangriffs? Hey, Konzentration, der Safe! Na los, schnell! Wieso? Die Blumen des Schweigens, eine Biografie über Hanako Arasaka.
Wenn ich diese Biografie nur mit Hilfe der öffentlich verfügbaren Materialien hätte schreiben müssen, hätte die Geschichte 2 Seiten und noch dazu Vorwort, Nachwort und Danksagungen. Es ist allgemein bekannt, dass Hanako Arasaka eine sehr private Person ist. Jeder hat von dem tragischen Tod des letzten Journalisten gehört, der ihre Lebensgeschichte zu Papier bringen wollte. 10 Schuss in den Rücken, laut Polizei ein Selbstmord. Aus diesem Grund habe ich höflich abgelehnt, als mein Verleger mich bat, dieses Buch zu schreiben. Bei dem Vorschuss, den man mir daraufhin anbot, habe ich noch einmal darüber nachgedacht. Letztendlich fiel meine Entscheidung aber, als man mir sagte, dass Arasakas PR-Abteilung mir die Erlaubnis erteilt hatte, mehrere Menschen aus Hanakos Umfeld zu interviewen. Da saß ich im nächsten Flugzeug nach Tokio. Mein anfänglicher Enthusiasmus hielt jedoch nicht lange an. Die Leute, mit denen Arasaka mich in Kontakt brachte, beantworteten alle Fragen mit denselben Antworten, die sie offensichtlich auswendig gelernt hatten. Nach einem Monat Recherche beschränkten meine Ergebnisse sich auf Folgendes. Hanako Arasaka ist die Tochter von Saburo Arasaka und seiner dritten Ehefrau Michiko. Sie wurde 1999 in Tokio geboren und hat die Stadt nur 5 Mal in ihrem Leben verlassen. Sie hat ein sehr behütetes Leben geführt und nie eine wichtige Rolle im Familienunternehmen übernommen. Sie hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Bruder Yorinobu Arasaka, dem schwarzen Schaf der Familie. Ich war bereit aufzugeben, als ich in den Archiven eines örtlichen Fernsehsenders eine Aufnahme von der Eröffnung eines Arasaka-Standorts in Fukuoka fand, zu der niemand geringeres als Hanako selbst erschienen war. Sie spielte Klavier. Debussys Reverie. Warum dieses Stück? Reverie, glaube ich. Warum so ein verträumtes, introspektives Stück für ein Publikum aus stoischen japanischen Geschäftsleuten? Ihre goldenen Finger streichelten die Tasten zärtlich. Ich war wie hypnotisiert. Tränen liefen mir über die Wangen. Ich wusste, dass ich dieses Buch schreiben musste. Ich musste diese mysteriöse Frau selbst kennenlernen und herausfinden, wer Hanako Arasaka wirklich ist. Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Also unter die Magier gegangen. Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren Der Relic, was es damit wirklich auf sich hat. Jahrelang haben Experten in den Bereichen der Kybernetik, Neurologie und Psychologie unermüdlich versucht, das menschliche Bewusstsein mit Silizium zu verschmelzen. Bislang waren ihre Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt. Auch wenn es Wissenschaftlern gelang, künstliche Intelligenzen zu erschaffen, die dem menschlichen Verstand gewachsen sind oder ihn sogar übertreffen, so ist es jedoch jenseits unseres wissenschaftlichen Fähigkeiten geblieben, das menschliche Ich zu kopieren. Die Versuche führten nur zu fortgeschrittenen Chatbots, digitale Wesen, die menschliche Sprache und Verhalten zwar nachahmen können, aber keinerlei Ich-Bewusstsein haben. Heute stellten Experten von Arasaka einen Durchbruch vor. Ihr neuestes Projekt, genannt Relic, ermöglicht das Kopieren eines menschlichen Wesens auf einen Splitter, der so klein ist wie ein Credchip. Außerdem kann dieser Splitter in den neuralen Port eines Besitzers eingesetzt werden, was es diesem erlaubt, die digitalisierten Persönlichkeitskonstrukte zu hören und zu sehen. Leider war es mir nicht möglich, diese bemerkenswerte Technologie selbst zu untersuchen. Arasaka erlaubt nur sehr eingeschränkten Zugang zum Relic und nur eine kleine ausgewählte Gruppe von Testern nimmt derzeit an dem Programm teil. Es ist wenig erstaunlich, dass die wohlhabendsten und mächtigsten Menschen der Welt zu diesen Testern gehören. Also genau die Leute, über die Arasaka Einfluss haben möchte. Die gewöhnlichen Konsumenten unter uns können nicht damit rechnen, dass der Relic in näherer Zukunft zum bezahlbaren Massenprodukt wird. Scheiß Job, da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Ah, man kann sich da nicht einloggen, ne? Oder ist das... Aha. Relic dringend. Anderson Hallmann, Yorinobu Arasaka. Bitte verzeihen Sie mir, aber die Sache ist wirklich dringend. Der Bioshop muss unverzüglich ins Labor zurückgebracht werden. Sonst kann ich keine Verantwortung für seinen Zustand oder seine Funktionsfähigkeit übernehmen. Ich vermute, dass man sie in die Irre geführt hat. Weshalb ich Ihnen jetzt unmissverständlich sagen muss, der Relic kann in seinem gegenwärtigen Zustand auf keinen Fall benutzt werden. Ich werde versuchen, Sie auf jeden erdenklichen Weg zu kontaktieren. Gerne erkläre ich Ihnen alles, auch am Telefon. Mit freundlichen Grüßen, Anders Hallmann. Ihre Besuche im Himmel von Clouds. Das haben wir schon gelesen. Um auf unser letztes Gespräch zurückzukommen, wir sind weiterhin auf einer Zusammenarbeit interessiert. Damit unsere Abmachung Zukunft hat, bräuchten wir ein Exemplar dieses Bioships mit einem funktionierenden Engramm. Die Frage ist bloß, warum muss es unbedingt Johnny Silverhands sein? Ronald Cleaver, Netwatch Operations Manager. Mr. Cheever, wenn Sie Wirtschaftswissenschaftler wären, würde ich Ihnen sagen, dass der Wettstreit zwischen den größten Konzernen kein Nullsummenspiel mehr ist. Ich möchte schlicht und ergreifend natürliche Ordnung wiederherstellen. Aber da Sie keine Wirtschaftswissenschaftler sind, sondern nur ein einfacher Vertreter, lautet meine Antwort nur, dass ich aus einem Gefühl der sozialen Verpflichtung heraus handle. Aber dies würde vielleicht implizieren, dass ich Ihre Intelligenz unterschätze. Sie wollen wissen, warum es Johnny Silverhand sein muss. Das ist eine lange Geschichte. Kommen Sie ins Compeki Plaza, das Geheimnis wird gelüftet werden. Los, Yorinobu könnte jeden Moment zurück sein. Mehrfache Verschlüsselung der Puppendaten, garantierte unverzügliche Löschung der Daten nach der Sitzung. Hat also mit Puppen gebumst. So. Okay. Ja, ich komm. Wobei ich gerade überlege, ich gehe nochmal nach oben. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Time Limit gibt. Ich hab's nie ausprobiert.
Ich habe die Texte übrigens vorher noch nie gelesen, die da gerade waren, glaube ich. Beeilung wie? Jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Oh, Scheiße. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die? Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass den mir, okay? Reddick intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein. Rein da. Jetzt. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir. Das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Was heißt nicht? Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City-Legende. Eiskalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Kubi o tsukkomanai de kure tte itta daro. Oh, fuck. Knapp. Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kajande. Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somo somo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. Anta no mondaiten wa soko da. Sekai wa jibun chushin ni mawatte ru to omotte ru. Gōman da yo. Yorinobu. Do shite koko e? Jikijiki ni ore ni kutsushoku o ashiwase, tachiba o omoi shiraseru tame ka? Deru kui wa utareru to yoku iu daro. Jibun no kotoba ja nani mo ienai no ka? Kisama koso jibun ga nani o shio to shita ka wakatte iru no ka? 私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えていない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。 貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。
これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。ファーク、これでもう俺のことを許す必要はない。Wir müssen hier schnell weg. Und ich wollte die ganze Zeit nicht reden, übrigens. Buck, du musst uns hier rausholen. Sofort! Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck! Okay, hab was. Saburo, Scheiße, Arasaka ist dort. Das überhaupt auszusprechen. Ich wollte nicht reden, weil die Atmosphäre so dicht ist, oder? Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Das ist so krass inszeniert. Santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Scheiß Jackie! Nicht runtersehen! Wir müssen hier schnell weg! Oh, das ist verdammt hoch! Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät! Sie haben uns nicht gesehen. Sie geht die Blutgrüne Junge, Jungschaft. Puh. Oh, Scheiße. Ja. Das war knapp. Der Relic. Madres. Oh, das ist nicht gut. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter. Carajo.
Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Wie? Compacky ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wovon zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Naja, irgendwer muss es tun. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, ¿alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Oh, ahora sí. Gut. Man hat eine Waffe bekommen vorhin, ne? Genau. Wunderbar. Mich so Nahkampf machen. Lass uns verschwinden. Achtung! Im Compacky Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Madres, halt den Kopf unten. Keine Zeit für Sarkasmus, Karnal. Wir müssen Sie schön leise kalt machen. Na, Kommando? Ich bin in der Lobby. Ich suche das ganze Gebäude. Die Atmosphäre ist so dicht. Geht ab. Ist gar nicht gut. Was haben wir denn hier? Fangwarte! Vorsicht! Draußen wird überall Security sein. Okay. Ist die besonders niedrige Kriminalitätsrate. Bei den Bewohnern der Antarktis kommen im Durchschnitt auf 100.000 Einwohner lediglich 70 Morde. Danke fürs Einschalten. Jetzt schön vorsichtig. Ungewöhnliches. Naja, die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Dann sieh noch mal nach. Achtung! Im Compacky Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Aber wie kann man dafür sorgen, dass die Kameras einen nicht mehr sehen können? Ausschalten funktioniert ja nicht. Ah, aber nee.
Okay. Ich glaube, ich habe einfach noch keinen Quick Hack dafür, um die auszuschalten, so wirklich, oder? Ich glaube, da müssen wir ballern. Weil Ping bringt ja nichts. Oder? Und spätestens, wenn ich ihn töte, wird die Kamera das erkennen. Oh, da vielleicht merkt er das und kommt hier rüber. Spread ist ganz schön übel. Alles looten. Ich habe noch eine bessere Waffe bekommen. Das sieht alles sehr aus nach den gleichen Waffen. Und die haben alle die gleichen Waffen. Na ja, gut, macht Sinn. Wir müssen uns durchschlagen. Wussten die das? Oh, da sind Geschütze da. Oh mein Gott, mein Magazin ist auch leer. Ja, das ist nicht so gut. Munition, das war ganz schön dringend. Zwölf Schuss. Okay. Wir müssen auch die Pistole hier wechseln. Aha, 8 Schuss. Das ist ja richtig gut. Aber die macht ordentlich Schaden.
ein Code Red ausgelöst. Los, Population Gather, también están aquí. Ich habe ein bisschen Munition für die Knarre gefunden. Okay, weiter geht's. Erstmal lesen. Akasara und Ornithologie. Drei japanische Wörter, die jeder kennen sollte. Da in letzter Zeit immer heftiger über Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Fraktionen innerhalb von Arasaka diskutiert wird, fragen viele Insider sich, wie die Zukunft des Konzerns wohl aussehen wird. Wer Schwierigkeiten hat, die komplizierten Intrigen im Herzen des größten Waffenherstellers der Welt zu verstehen, kann es sich mit der obskuren Wissenschaft der Ornithologie leichter machen. Ganz genau. Wissen über Vögel kann helfen. Auf gewisse Weise. Es gibt drei japanische Worte, mit denen jeder ehrgeizige Konzerner sich vertraut machen sollte. Kichi, Hato und Taka. Kichi. Buntfasern. Dieser Vogel hat schon lange eine kulturelle und symbolische Bedeutung in Japan. Die letzten überlebenden Exemplare können in Hanako Arasakas privaten Reservat auf der Insel Shikoku bewundert werden, aber das Wort Kichi hat auch eine Bedeutung unter den verschiedenen Fraktionen innerhalb von Arasaka. Diese Gruppe, die sich um Hanako geformt hat, besteht vor allem aus konservativen Technokraten, die Saburo Arasakas Prinzipien und Ansichten treu sind. In seiner Tochter Hanako sehen sie eine geeignete Anführerin und die Stabilität und das Fortführen der alten Ausrichtung des Konzerns zu garantieren. Hato, Taube. Die Symbolik der Taube ist weit und breit bekannt. Außerdem stellt dieses Symbol gut die Ausrichtung einer bedeutend kleineren Fraktion innerhalb des Konzerns dar, die von Michiko Arasaka, Tochter des verstorbenen Kai und Nichte von Hanako, angeführt wird. Dieser eher liberale Flügel des Konzerns vereint diejenigen, die grundlegende Reformen anstreben. Auch wenn sie derzeit nur wenig Einfluss haben, wachsen ihre Beliebtheit und Unterstützung von Seiten einiger Politiker und Medienvertreter zusehends. Taka, Falke, ein ebenso symbolbehaftetes Tier wie die Taube. Diese Fraktion unter der Führung von Yorinobu Arasaka bevorzugt oft direkte, kompromisslose Lösungen. Mit seiner sturen, jähzornigen Art ist der Saburo sehr ähnlich, was ihm die Unterstützung der eher aggressiven Konzernelite von Arasaka sichert. Allerdings sorgen seine pro-westlichen Neigungen und seine ebenso innovativen wie kontroversen Ideen dafür, dass er nur wenig Rückhalt von den loyalen Traditionalisten im Vorstand bekommt. Mehr über den Familienstammbaum der Arasakas ist in der achteiligen Buchreihe Zwei Jahrhunderte im Schatten des Kleeblatts zu finden, demnächst erhältlich. Wo sind denn der Gegner? Und da. Da nicht treffen? Nee. So zumindest nicht. Kann man in diese Räume hier rein, wenn man die Scheiben einschießt? Kann man. Da gibt es ja auch noch was Cooles zu entdecken. Gab es hier noch andere Räume? Nee, oder? Nichts Besonderes zumindest. Ja, da vorne vielleicht noch, aber... Oh. Habe es nicht gelesen. Kalifornien nach Sonnenuntergang. Das Leben des Richard Knight. Richard Knight war Pessimist. Selbst in den späten 80ern, als die Gefahr eines Atomkriegs gebannt war und das Wirtschaftswachstum endlos schien, sah Knight den baldigen Zusammenbruch der Vereinigten Staaten voraus. Richard Knight war Optimist. Er glaubte aus tiefstem Herzen daran, dass die Welt eine bessere werden konnte. Dank ihm. Richard Knight war Realist. Ihm war bewusst, dass er nicht die ganze Welt auf einmal verändern konnte. Also fing er für seine Standards klein an. Mit dem Bau der idealen Stadt. Seine utopische Metropole sollte Coronado City heißen. Sie sollte zu einer metaphorischen Stadt auf einem Hügel werden. Ein strahlendes Vorbild für den Rest der Welt. Richard Knight war zum Scheitern verurteilt. Nicht, weil seine Vision nicht umgesetzt werden konnte, sondern weil zu viele wichtige, mächtige Menschen dies verhindern wollten. Richard Knight wurde ermordet. Die Stadt, deren Grundfeste er errichtet hatte, wurde erst nach seinem Tod fertiggestellt, aber aus seinem utopischen Traum wurde alsbald ein dystopischer Albtraum. Selbst ihr Name ging verloren. Um den tragisch verstorbenen Gründer der Stadt zu ehren, wurde Coronado City in Knight City umbenannt.
Leider passt dieser Name hervorragend. In mancher Hinsicht ist die Stadt wie eine Katze. Sie schläft tagsüber und zeigt nachts ihre wilde Seite und sie spielt äußerst gerne mit ihrer Beute. Ah, ich guck da jetzt mal ganz kurz, ob da noch was zum Lesen ist hier. Wer weiß, vielleicht ist hier noch was zu lesen oder vielleicht können wir noch ein bisschen Geld damit machen mit dem Zeug. Okay. Wo haben wir hier das Ding reingeschossen? Ist die ganze Scheibe weg? Nee. Ah, hier. Okay, weiter geht's. Er hat mich angegriffen! Oh, wie unverschämt von mir, dass ich dich angegriffen habe, wa? Was für eine Gemeinheit von mir. Können wir in die Türen hier rein? Ja, können wir. Alles kennen wir schon. Gibt es da noch andere Türen, wo wir rein können? Glaube nicht, nee. Dann geht's weiter. Kennen wir schon. Wollen wir den Aufzug nehmen? Ich weiß nicht, ob wir den Aufzug nehmen können. Da war auch ein Questding gerade. Achso, wir brauchen eine Zugangskarte. Perfekt. Da war das ja alles richtig, was ich gemacht habe. Unterbewusst. Können wir hier einfach reingehen durch die Tür? Ja, oder? Ja. Okay. Weil wir können hier rein, aber ich glaube, da geht es nur nach oben, oder? Aber können wir gar nichts. Können mit dem gar nicht fahren. Okay. Gut, dann geht's los. Und jetzt sagt er auf einmal doch dahin. Okay. Perfekt, direkt zur Lobby. Was ist denn? Saburo Arasaka. Einen Moment. Ich habe eine bessere Waffe, glaube ich, gerade eben bekommen. Ja, besser ist halt immer so eine Sache, ne? Aber vielleicht haben wir dafür mehr Munition. Oh ja. 150 Jahre. Und heute. Ausgerechnet heute. Ist eine scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Chill, wie? Wir überleben das. Wieso? Weil du es beschlossen hast? Lass das nicht an mir aus. Kannst du nicht ändern. Macht kaum Schaden. Ich bin echt zu weit weg, um da wirklich gut zu treffen. Da habe ich ein Auto hier.
Kopfschuss, 6 Schaden. Okay, ich muss eine andere Waffe nutzen. Mit der bin ich besser. Oh mein Gott! Dafür ist die Waffe gut geeignet. Hey, wir sind draußen. Fahrstuhl. Setz dich los. Zur Garage, ne? Ja. Ich hab einen Leck. Kampf-Gadgets ausrüsten. Weise eine Granate einem Kampf-Gadget-Quickslot in deinem Inventar zu, damit du sie während des Kampfes leicht einsetzen kannst. Nicht gleich losfährst, hagelt's gleich Sorgen. Nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. So ein... Bitte bleiben Sie ruhig. Straße Eine feindliche Lufteinheit hat uns gesehen. Überlass das mir! Und? Geben Sie nicht einfach auf! Scheiße, Jake. Wir haben es geschafft.
haben wir wohl? Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Bring uns zu einem Ripper-Doc! Los! Tut mir leid, das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Schon gut. Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wachhalten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es die ganze Zeit. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Und das war's auf YouTube für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet ihr und Stefan Demmers Bester, Sarah im Leben, euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!